weil ich glaube, dass in der Praxis so ein Buch gebraucht wird, weil immer wieder die Idee aufkommt, wie werde ich kreativ in meinem stinknormalen Alltag, wenn ich von früh um 8 bis 18 Uhr durcharbeite und wie stelle ich mir schnell und fix gute Gedanken bereit und noch bessere Methoden. Und das Buch versucht darauf eine von vielen Antworten zu geben und ein bisschen was bereitzustellen. Die systemische Arbeit hat ja eine Struktur, wo man sich erst Gedanken macht, dann daraus Fragen entwickelt und die umsetzt und danach daraus schöne Vorschläge, Empfehlungen, Ideen bastelt. Und die haben ja gefehlt im zweiten Buch. Geht es ja erstmal nur um Fragen, 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 schöne Gespräche führen, aber schöne Gespräche brauchen einen ordentlichen Abschluss. Und das sind Empfehlungen, einen ordentlichen Abschluss zu machen mit hübschen Ideen, die sprachlich auch noch sehr elegant an den Mann oder die Frau oder die Gruppe gebracht werden. Und ich finde, das war eben auch ein Bedürfnis oder notwendig, dass man auch darauf hinweist, eine Frage ist ein Anfang oder ein Stilmittel und am Ende braucht es aber einen Kommentar, sonst ist man auch nicht professionell, wenn man nicht in der Lage ist, was zusammenzufassen und mit einem Ausblick zu versehen. Insofern passen die beiden Bücher sehr gut zusammen oder ergänzen sich. Wer gut fragt, kann auch gut Ideen finden und muss auch daraus Ideen entwickeln. Also ich glaube, dass es grundsätzlich keine Menschen gibt, die keine Fantasie oder wenig Fantasie haben, sondern dass sie bloß für bestimmte Bereiche vielleicht weniger attraktiv erscheint und dass man die deshalb nicht so einbringt. Und das muss man natürlich überlegen. Es gibt sicherlich Bereiche, zum Beispiel im Coaching, wo eine Tabelle passfähiger ist als ein Schmetterling, ja, oder ein Schiff oder sowas. Auf der anderen Seite, wenn man immer nur mit Kästen, Pfeilen und schwarzen Balken zu tun hat, fängt das Gehirn halt auch an, sich zu langweilen und würde halt auch gerne mal ein Bild sehen oder ein anderes Angebot. Und da wird man vielleicht angeregt zu sagen, okay, wenn es der Schmetterling nicht ist, dann ist es vielleicht irgendeine passfähige Zukunftsform, eine Spirale oder irgendetwas, was zur Jahreszeit passt. Und das könnte ich ja dann auch hinbringen. Und es lädt ein, auch diese Konventionen von immer viereckig und Krankenakte oder Mitschreiben auf A4-Format zu verlassen und einfach was zu machen, was man Menschen auch mitgeben kann. Und ich glaube, das ist nachhaltig, wenn man Menschen was mitgeben kann nach guten Gesprächen. Wenn man den Kreis ganz groß macht, einfach für Menschen, die sich anregen lassen wollen mit Material und nicht nur mit Anweisungen, wie solche Jewelboxen, jetzt ist legen Sie das bereit und dann machen Sie so, sondern man sieht auch ein Bild dazu und die Umsetzung. Man wird eingeladen, in diesen Prozess zu gehen. Wie setze ich sowas ein und wie mache ich das? Und eine Grundthese dieses Buches ist auch nicht, machen Sie es genauso wie ich, sondern machen Sie es auf Ihre Weise. Und die Alice führt ja nicht umsonst durchs Wunderland, weil sie einlädt, eigene, unmögliche, verrückte, wilde, schöne, hübsche, bunte Gedanken zu haben. Aber auf die kommt man eben schneller, wenn man schon mal so einen Gedanken sieht und gefunden hat. Und im strengeren Sinne könnte man sagen, jeder Therapeut, der viel klinisch arbeitet, ist natürlich damit gut bedient, weil er sagen könnte, früh morgens um 8, um 3 habe ich immer noch eine frische Idee und wenn ich gucke, ich dann mal drauf und dann fällt mir ein bisschen mehr ein. Der Aufbau vom Buch ist schon ein bisschen anspruchsvoller, dass man erstmal grundsätzlich überlegt, wie mache ich gute Abschlüsse. Was muss in so einen Abschluss alles rein? Wie setze ich das grundsätzlich sprachlich um? Wie spreche ich Menschen an? Wenn da 4 vor mir sitzen, wie spreche ich 4 an? Was sind schöne Worte, wo die sich auch wiederfinden? Wie beobachte ich auch Prozesse und spiele die wieder zurück? Und dann kommt das kleine Zusatzprogramm. Das hätte man auch gerne noch ein bisschen Material untersetzt und das kommt hinten im Buch. Da sind einfach ganz viele Beispiele gebracht. Zum Beispiel, wie man eine klassische Auftragsklärung mit einem Boot, was in See sticht, macht. Und dazu gibt es sozusagen ein Zusatzangebot, dass man auf einem größeren Format solche Formen hat. Einerseits Sterne, Äpfel, ja, Pokale, Orden, ja, die man mitnehmen kann. Aber auch ganze Fragebogen-Designs, zum Beispiel mit Kindern zu arbeiten mit der Fee des Lächelns, die sie zu Hause eine Woche lang begleitet bei bestimmten Aufgaben. Und da ist nicht nur die Fee drin, sondern eben auch so kleine Fragen, die sie den Eltern stellen.
oder die die Eltern für die Kinder bereithalten, wo man das dann gleich mitgeben kann, so ungefähr für den Klienten, so ist gleich fertig. Oder wenn man das nicht will, kann man das übernehmen und selber drei Fragen reinschreiben. Die Alice und der weiße Hase, das weiße Kaninchen, sind ja sozusagen Führer durch das Buch. Und die Grinsekatze, und die weisen auch immer wieder darauf hin, denke mal daran, hier ist eine Vorlage, es sind auch viele Gesprächsvorlagen drin, wo man richtige Abschlusskommentare sehen kann, wie die gemacht werden bei Familien, bei Teams, bei Paaren, und wo ich die Worte, auf die es ankommt, richtig markiert habe, und man mal sehen kann, genau das ist jetzt ein Wort, das brauchen wir. Die Formulierung ist wichtig. Und es sind kleine Tools drin, wie man mit bestimmten Bildern richtig viele Metaphern kreiert. Zum Beispiel mit Schlüsseln. Was schließe ich auf und was schließe ich zu? Und dann sagt man, ich könnte mir auch eigene Schlüssel zulegen. Ja, und einfach mal überlegen, wozu kann ich das einbauen. Und systemisch wäre es halt immer so, dass man sagt, was geht denn wie zurück und was fängt wie an. Das ist dann so eine Bewegungsmetapher. Und dazu braucht man zwei Schlüssel, wenn man etwas zuschließen will und etwas aufschließen will. Und wenn die Menschen in der Hand haben, denken sie präziser darüber nach, als wenn ich nur die Frage stelle, was im Leben möchten sie denn abschließen und was möchten sie sich eröffnen. Und sage, hier haben sie einen Schlüssel zum Abschließen. Welche drei Ideen hängen wir da dran und machen die Tür vielleicht sogar zu? Und welche Tür machen wir jetzt auf und welche Farbe hat die Tür, wie soll die für sie aussehen, wollen wir die noch bunt machen und so weiter. Ja. Und es sind auch ein paar hübsche Ideen drin, wie man mit Naturmaterial, was man so zu Hause übrig hat, zum Beispiel Tapete, was Schönes macht, Herztapeten kleben und ein bestimmtes Muster reinbringen ins Leben oder eine andere Farbe. Und das schließt ja die Alltagssprache auch an. Du brauchst Tapetenwechsel. Sag, man könnte auch sein Herz neu tapezieren. Streng genommen könnte man auch den Kopf neu tapezieren. Ja, oder sich ein bestimmtes Zimmer einrichten für was Besonderes. Und insofern ist man, glaube ich, sehr nah an Bildern und an Eindrücken und an Gefühlen, die im Alltag da sind, hat sie aber gleichzeitig auch wie so ein kleines, ich sage mal, Geschenkpaket, was man mitnehmen kann. Und ich finde, wenn man so arbeitet, macht es einem selber viel mehr Spaß. Viele Kollegen arbeiten ja auch ausdauernd mit Klienten. Und da steht immer wieder die Frage, was mache ich denn in der 10. Sitzung? Ja, oder wie bringe ich Dinge auch zum Abschluss, wenn ich nicht dauernd Geld für große Pokalanfertigungen ausgeben will? Da könnte ich ja einen haben, der einfach auf hübschem Papier gedruckt ist und zu dem Klienten oder Kunden sagen, wissen Sie was, der Pokal ist schon da und wir überlegen jetzt, wofür er angemessen ist und wer daran vielleicht teilhaben soll. Ja, dann hat das eine ganz passige Form, ohne viel Aufwand. Aber das kann man auch zu Hause vorzeigen und sagen, ey Leute, ich habe einen guten Kontakt erfolgreich abgeschlossen. Ich wäre sowieso dafür, dass man in Kliniken bei Entlassungen immer mindestens Äpfel, aber vielleicht auch Pokale verteilt. Oder eine Urkunde, was man alles erreicht hat. Ja. Von dem Buch profitiert jeder neugierige Mensch. Von dem Buch profitieren alle Praktiker von Therapeuten über Berater bis hin zum Coaching, und von dem Buch profitieren Menschen, die ihrer Kreativität wieder auf die Spur kommen wollen. Weil wenn man es liest, wird man fröhlich und kreativ.